Herzlich willkommen zu unserer Live-Session im Januar, schon im letzten Modul unseres Wissensmanagement-MOOCs. Diesmal greifen wir quasi ganz tief in die Praxiskiste, nicht nur im MOOC selber, wo wir uns im letzten Modul ja ausschließlich mit den Praxisbeispielen beschäftigen, sondern auch in unserer Live-Session mit der Juliane Diekmann von der Otto Group in Hamburg. Juliane ist dort Abteilungsleiterin für das konzernweite Knowledge Management. Umso mehr bin ich gespannt, was du uns heute zu eurer Initiative Fit to Collaborate zu erzählen hast. Und deshalb mache ich jetzt auch ganz schnell hier Schluss und übergebe dir das Feld, Juliane. Alles klar, vielen Dank, Gabriele. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier euch mal in dem Kreise von Wissensmanagement, Neugierigen, Interessierten und Profis eine Methode vorzustellen, die wir auch tatsächlich schon umgesetzt haben, nämlich im Sinne des Wissensmanagement, das Wissensmanagement zu verbessern und die Zusammenarbeit in Teams voranzutreiben. Also etwas wirklich, was uns im Alltag immer begegnet. Dazu möchte ich euch gerne einmal vorstellen, was euch so in den nächsten 45, 30 Minuten so erwartet, was ich mir vorgestellt habe. Also ich gebe euch hoffentlich Antwort auf die Frage, wie kann der Umgang und der Einsatz von Wissensmanagement verbessert werden? Das ist ja immer so eine Gretchenfrage, die man sich immer stellt. Wie geht das denn? Wie bekommt man Transparenz und aber auch Klarheit über den Handlungsbedarf, also die Probleme eigentlich, die Bedürfnisse innerhalb eines Teams, um besser zusammenzuarbeiten und eben auch den Wissensaustausch zu fördern? Und wie werden dann gemeinsam im Team Maßnahmen auch entwickelt, die nachhaltig halt auch wirken? Denn viele Maßnahmen verlaufen ja im Sande und wir hoffen halt mit dieser Methode oder haben es eben auch schon gesehen, dass dort eben eine starke Nachhaltigkeit auch mit erzeugt wird. Einmal noch kurzer Überblick. Ich würde gerne einmal schnell noch einen Blick auf die Otto Group werfen, damit ihr seht, aus welchem Stall ich komme. Ist ja auch immer wichtig, aus welchem Kontext man heraus solche Konzepte entwickelt. Dann stelle ich euch unsere Methode Fit to Collaborate vor. F2C nennen wir das dann. Der Deep Dive in die Module wird nochmal interessant werden und nachher aber auch Erfahrungen und Learnings, die wir aus den letzten 2, 3 Jahren herausgezogen haben. Ja, die Otto Group ist ein weltweit agierender Konzern und ihr kennt es vielleicht Otto Versand früher, das sind wir schon lange nicht mehr. Wir sind mittlerweile in 30 Ländern vertreten mit 123 wesentlichen Unternehmen. Da gibt es auch noch ein paar kleinere, die noch darunter fallen. Wir sind 52.000 Mitarbeiter, also auch schon eine große Menge und konzentrieren uns nicht nur auf den Handel oder den Verkauf von Konsumgütern, sondern eben auch Transport, Vermarktung und Finanzdienstleistungen. Das macht das ganze Portfolio noch ein bisschen größer. Wir haben natürlich letztes Jahr auch in dem ganzen Lockdown-Debakel sehr davon profitiert, dass sehr viel online gekauft wurde und haben daher mittlerweile einen Umsatz von über 15,6 Milliarden Euro erzielt. Das ist schon eine ganze Menge, wobei fast 10 Milliarden auf Online-Verkäufe dann abgehen. Und wir sind mittlerweile eben auch einer der weltweit größten Online-Händler, natürlich noch hinter dem Online-Händler mit dem freudigen Lächeln auf den Paketen. Aber das einmal, um auch zu zeigen, in was für einem großen Konglomerat ich mit meinen Kollegen tätig bin. Denn wir haben den Auftrag der Otto Group im Knowledge Management, um uns um das Thema Knowledge Management zu kümmern. Das hört sich so ein bisschen banal an, ist es aber, weiß Gott nicht. Wir machen das halt und also auf 3 Säulen basierende unser Knowledge Management, nämlich einmal Knowledge Transfer und Consulting Services zur Verfügung zu stellen. Das heißt, unser Auftrag ist, wir bringen Menschen zusammen und schaffen im Konzern Synergien. Das machen wir meistens, indem wir große Veranstaltungen organisieren, Best-Practice-Veranstaltungen durchführen und dabei über 3.000 Personen mittlerweile im Jahr damit Wissen versorgen, dass sie sich untereinander vernetzen und ihre Expertise austauschen. Wir stellen aber auch den einzelnen Organisationseinheiten Knowledge zur Verfügung, also Wissen, was eben in dieser Group aufgekommen ist, auch gerade aus den Best-Practice-Veranstaltungen, stellen es in die Intranetze, machen es transparent und vermarkten dieses Wissen halt auch noch. Und der letzte Punkt, da zählt eben die Methodik auch ein, die ich euch gleich vorstelle, digitale Collaboration, also wir befähigen Teams digital
aber auch analog, prozessual effizienter miteinander zu arbeiten. Gerade jetzt in der Zeit der digitalen Transformation, in der Zeit der remoten Arbeiten ist das eben noch besonders wichtig. So, das ist so unser großer Rahmen, unsere Aufgaben. Und wenn mich einer fragt, ja, was machst du eigentlich oder worauf konzentrierst du dich? Das ist eigentlich meistens so, ja, wir machen Netzwerken, das ist ganz wichtig, die Leute zusammenbringen. Wir bilden Communities, wir holen Experten zusammen, die dann einen Wissenstransfer untereinander durchführen, ganz intensiv Wissen austauschen. Und das resultiert ja auch alles darauf hin, dass eben auch insgesamt im Konzern besser zusammengearbeitet wird. Das ist nun sehr global galaktisch. Deswegen haben wir uns nämlich auch nochmal überlegt, so wo setzen wir oder wo können wir denn ansetzen im Nukleus, nämlich in dem Team. Also noch wird ja in Teams gearbeitet und ich meine damit Arbeitsteams und nicht das digitale Teams, sondern wirklich menschliche Teams, Gruppen, die eine Aufgabe haben und die zusammen bewältigen. Und da haben wir uns überlegt, das muss noch verstärkt werden, denn die Zusammenarbeit in einem Team ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um eben mit Wissensmanagement noch viel effektiver und effizienter zu arbeiten. Und das ist ja nicht so einfach, denn die Zusammenarbeit oder auch die Zusammensetzung eines Teams wird immer diverser. Das ist bei uns im Konzern auch ein ganz großes Thema, eben diverse Teams aufzustellen, wo sehr viele Perspektiven zusammenkommen, aber auch sehr viele unterschiedliche Empfindungen wahrgenommen werden. Und das kann man eben mit unserer Methode sehr gut einfangen und berücksichtigen. Das heißt also, Zusammenarbeit ist wichtig. Daraus resultiert die Team-Performance und die können wir mit Fit to Collaborate verbessern oder glauben auch stark daran, dass wir die dann eben verbessern können. Da würde ich euch einmal ganz kurz in a nutshell die Methode vorstellen, damit das nicht immer nur so als Buzzword hier rumschwirrt. Also Fit to Collaborate ist eine moderierte Methode, wo wir als Coaches agieren und diese Methodik in den Organisationseinheiten umsetzen. Organisationseinheiten heißt natürlich, wie gesagt, Teams. Es können aber auch größere sein. Es können ganze Gesellschaften sein, also Konzerngesellschaften, Companies. Da muss dann eben immer nur eine Delegation dann teilnehmen. Wir können das natürlich nicht mit 1000 Menschen durchführen. Und dahinter steckt eigentlich der Gedanke, dass diese Methode ursprünglich ein Wissensaudit war. Das hört sich jetzt nur nicht so sexy an, wenn man mal ganz ehrlich ist. Darum haben wir gesagt, das würde bei uns in unserer Kultur nicht gut ankommen. Wir führen ein Audit durch. Dann würden alle schon sagen, oh nee, machen wir nicht. Darum ist es bei uns wichtig, wir haben diese Methodik angepasst, denn die Ursprungsidee, sage ich auch hier ganz klar, kommt von einer Beratung aus Wien, dem Excellence Institute. Dort hatten wir uns sehr intensiv mit der Frau Isabel Mader auseinandergesetzt und diskutiert, die uns dann auch Tools zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben daraus unsere eigene Methodik gebaut, die Inhalte angepasst, sodass sie eben auf die Otto-Group-Kultur dann auch sehr gepasst. Das muss passen, sonst funktioniert das alles nicht. Was macht man denn nun bei dieser Methode? Das ist eigentlich sind mehrere Workshops, auf die ich gleich auch nochmal eingehe. Kern der Methode ist eine Gap-Analyse, die mit einem Self-Check, also mit einer Befragung durchgeführt wird in dem Team. Und so wird eben ein sehr guter Rundumblick gezeigt oder wird dem Team vor Augen geführt, wo es eben sehr stark hinterfragen kann, wie es eigentlich zurzeit mit Wissen umgeht, wie der Umgang miteinander ist und die Haltung im Team ist. Also eine sehr starke Reflexion auch in das Team. Der Mehrwert für das Team, das ist ja auch immer wichtig. Also was bringt das den Kollegen denn eigentlich, dass sie eben nachher identifizieren, wo Handlungsbedarf ist bei ihnen und wie sie oder und werden, sie werden dann konkrete und wirksame Maßnahmen erarbeiten und die dann eben auch umsetzen. Also eine Lösung für ihren Handlungsbedarf finden.
So, auf diese einzelnen Punkte würde ich jetzt gerne nochmal eingehen. Ihr seht hier einmal den Ablauf des Prozesses Fit to Collaborate. Angefangen bei Punkt 1, wie gesagt, die Gap-Analyse, auf die ich gleich nochmal näher eingehe. Dann, wenn man die Gaps und die Handlungsfelder identifiziert hat, sollte man das nochmal so 1-2 Wochen sacken lassen. Und dann gehen wir mit den Teams immer in einen Deep Dive-Maßnahmen-Workshop, also wo eben die Maßnahmen, die Lösungsansätze erarbeitet werden. Da gibt es, wie gesagt, den Deep Dive und einmal einen Shortcut-Workshop. Das ist dann eher für Teams, die überhaupt keine Probleme haben, wo alles super ist und die sich einfach nur noch mal ein paar Anregungen holen wollen aus unserem Maßnahmenrepertoire für besseres Umsetzen von Wissensmanagement-Konzepten oder Tools. Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist uns noch nicht vorgekommen. Bis jetzt hat jedes Team, und wir haben das schon an 5 Abteilungen durchgeführt, immer einen klaren Handlungsbedarf auch gehabt. Wenn diese Maßnahmen entstanden sind, werden wir nochmal immer 2 bis 4 Wochen Zeit ins Land gehen lassen und dann aber die Implementierungsphase einläuten, was von dem Team selber gemacht wird. Die Implementierungsphase dauert dann, ja, Implementierung der Regeln der Maßnahmen, sage ich mal, 2 Wochen. Aber die Trainingsphase danach sollte eben sich auf 8 Wochen beziehen, sodass eben ganz stark an diesen neuen Maßnahmen auch gearbeitet wird und die dann nicht immer gleich wieder zur Seite geschoben werden, sondern dass man dann eben auch wirklich umsetzt, was man geschaffen hat. Das bleibt dann nochmal 6 bis 8 Monate sozusagen in Bearbeitung des Teams. Und danach gehen wir dann in eine Reflexion beziehungsweise in ein Review und fragen dann nochmal nach, so, was hat es jetzt gebracht? Gibt es wieder Nachbesserung für das Team? Und gegebenenfalls könnte man da dann theoretisch auch wieder mit einer Gap-Analyse anfangen. Ist aber so noch nicht passiert. Also hier seht ihr eben einmal diesen gesamten Ablauf. Und jetzt würde ich gerne in die einzelnen Punkte gehen, sodass ihr eine bessere Vorstellung habt, was machen wir denn da eigentlich? Angefangen bei der Gap-Analyse. Ja, da muss ich immer an dieses Bild denken. Erwartungsvolle Gesichter von einem Team. Hier sind es Erdmännchen. Das soll jetzt nicht despektierlich sein. Das sind natürlich unsere Kollegen, die bei dem Workshop auf uns warten, auf uns Coaches warten und denken so, Mensch, was passiert denn jetzt? Wir prüfen jetzt, wie wir zusammenarbeiten, sind immer schon ein bisschen skeptisch auch. Man sieht auch hier schön in diesem Bild dieser Zusammenhalt eines Teams. Eigentlich arbeiten wir doch alle super zusammen und wir haben doch gar kein Problem. Das ist aber häufig nicht so. Das zeigt sich dann nämlich in den Diskussionen, die entfacht werden. Und so soll es ja auch sein. Denn wir möchten gerade mit dieser Gap-Analyse ganz stark mit dem Team in die Diskussion gehen. So, und wie machen wir das? Wichtig ist dabei, dass im Idealfalle das gesamte Team an diesem Workshop teilnimmt. Das geht aber nur, sagen wir mal, bis zu einer Größe, bis zu 10 Personen, weil sonst die Diskussion einfach zu groß wird, zu ausfallend wird. Wir haben es aber schon mal mit 16 bis 20 Leuten gemacht und dann einfach das Team geteilt. Konnte man auch machen, war sehr gut, dann waren alle beteiligt und alle auch involviert. Oder man macht es eben mit ausgewählten Stakeholdern, was ich aber nicht so gut finde. Also ich plädiere immer dafür, das gesamte Team muss dabei sein. Und wir sind als Fit to Collaborate Coaches mit 2 Leuten immer vor Ort. Sonst kann man die Gruppe nicht händigen, sage ich mal so. Was passiert jetzt in diesem Workshop? Wie gesagt, es wird ein Self-Check durchgeführt. Das sind eigentlich keine Fragen, sondern eher Statements, also Anforderung an das Wissensmanagement, ihr das so und so und so oder ihr macht es so und so und so. Und da ist immer wichtig, dass diese Statements, diese Aussagen aus 2 Blickwinkeln betrachtet oder bewertet werden. Einmal, wie relevant ist das Thema XY für uns, für unsere Arbeit? Und wie wird es eigentlich aktuell geleistet? Ist es sehr gut umgesetzt oder ist es überhaupt nicht umgesetzt worden? Und so kann man dann eben in diesem Spannungsfeld sehen, wo nachher wichtiger Handlungsbedarf ist. Der Kinken daran ist, dass die Bewertung zwar erstmal individuell durchgeführt wird, also jeder hat ja seine Meinung und seinen Blick auf diese Fragen, auf diese Statements, aber es muss ein Konsens im Team stattfinden. Also es kann nur eine Bewertung rausgehen. Und das ist eine ganz große Herausforderung, ist aber machbar, kann ich nur aus der Praxis sagen. Aber entfacht sehr viele Diskussionen. Da ist natürlich sehr viel Redebedarf, da wird viel diskutiert, dann kommen da irgendwelche Zahlen raus. Und das Gute an dieser Methode ist, dass zum Schluss
ein großes Quadrantenmodell entsteht, was ich euch gleich nochmal genauer zeige und somit eine ganz klare Transparenz darüber herrscht, was passiert denn jetzt eigentlich in diesem Team? Also wie ist die Situation gerade? Das hat schon sehr viele Skeptiker überzeugen können. So vom Zeitaufwand, damit man mal so ein Gefühl hat, wenn wir das präsent durchführen oder in Präsenzmodus gehen, also vor Ort, dauert es schon so 5 bis 6 Stunden. Wir haben es immer bis jetzt kürzer gemacht. Das ist aber auch noch ein Learning. Man braucht einfach Zeit und das Team braucht Zeit, um gewisse Sachen eben auch zu diskutieren. Digital hält das ja kein Mensch aus. Deswegen kürzen wir da dann immer von 3 auf 4 Stunden. Einmal nochmal zu dem Self-Check, um da so einen Überblick zu bekommen. Ich habe vorhin erwähnt, es ist ein Rundumblick. Also wir versuchen natürlich, alle möglichen Seiten des Wissensmanagements dort abzudecken. Das heißt, wir fangen an bei Informationsverhalten. Also wie ist der Umgang mit Information und Wissen im Team, bezogen aber auf mein persönliches Verhalten? Wie ist da die Steuerung, Planung und Organisation des Wissens und der Informationsquellen bezogen auf Wissensmanagementpotenziale? Die Wissensinfrastruktur natürlich ganz wichtig, häufig ein Punkt, den das Team eigentlich gar nicht beeinflussen kann, weil die Infrastruktur ja häufig von ganz anderer Stelle, von oben, top-down, runtergebrochen oder vorgesetzt wird. Ziele und Strategie der Zusammenarbeit, also gibt es überhaupt strategische Vorgaben, gibt es einen Plan für Wissensmanagement oder wird das immer alles so ad hoc und frei nach Schnauze gemacht? Und zum Schluss aber auch nochmal Kultur der Zusammenarbeit, also wie wird Wissensmanagement denn gelebt? Wie ist die Haltung und wie ist die Kultur auch in einem Bereich oder in einer Firma, um eben Wissensmanagement aktiv zu betreiben? Ihr seht da vorne, also der 5. Punkt und der 1. Punkt habe ich mit 2 Personen gekennzeichnet. Das ist nochmal wichtig, weil es da wirklich auf die innere Haltung auch drauf ankommt. Also auf etwas auch sehr Persönliches, was bei dieser Methode eben auch sehr wichtig ist. Es sind nicht nur Strukturen und systemische Vorgaben, sondern eben auch eine Haltungsfrage, die beantwortet wird. Hier einmal ein Blick, eine Auswahl auf den typischen Fragebogen oder beziehungsweise Statementbogen. Zum Thema Informationsverhalten zum Beispiel, da ist die 1. Frage, Information und Wissen werden bei uns bereitwillig geteilt, Ausnahme, vertrauliche Dokumente, alles klar, und weitergegeben. Hört sich harmlos an, beinhaltet aber schon eine große Herausforderung oder eben auch eine Nichtumsetzung in vielen Bereichen. Dann seht ihr, dann wird eben bewertet, wie wichtig ist das für uns? Mal angenommen, das ist sehr relevant, dann kriegt es eine 6. Und wie wird es geleistet? Ja, die Grundlagen sind vorhanden, aber so richtig doll machen wir das eigentlich noch nicht. Und wie gesagt, das macht erstmal jeder für sich und bewertet das aus seiner Perspektive. Und ich kann nur sagen, wie überrascht wir immer sind, was das für Bandbreiten an Bewertungen freigibt. Manchmal auch bei ganz einfachen Fragen oder Statements, wo wir immer denken, da muss doch eine Einigkeit im Team herrschen. Ist es aber nicht. Jede Mensch, jede Person hat doch eine sehr individuelle und subjektive Sicht auf die Bewertung von solchen Aussagen. Wie wichtig oder eben, wie wird es eigentlich umgesetzt? Und das ist wichtig für ein Team, um das mal offen zu legen. Was die einen sehr gut finden und für perfekt halten, finden die anderen vielleicht gar nicht oder haben es gar nicht mitbekommen. Und da haben wir wirklich erlebt, dass das bei vielen Teams überhaupt noch nie zur Sprache gekommen ist. Und das macht uns immer sehr glücklich, wenn wir sehen, dass wir so die Kollegen öffnen können. Manchmal mit so ganz simplen Fragen, sage ich mal. Nach diesem Prinzip geht das eben weiter. Ich will euch hier nicht die einzelnen Fragen vorlesen, aber nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was gefragt oder was ja bewertet werden soll, zum Beispiel über Wissensmanagement und Potenzial. Die Antworten auf häufig gestellte Fragen sind leicht aufzufinden und entlasten Experten von wiederkehrenden Rückfragen. Eigentlich auch ganz simpel. Häufig sind da auch 2 Sachen drin. Also wir haben es extra ein wenig komplexer formuliert, damit man eben nicht zu viele Einzelfragen hat und eben auch, das erwarten wir auch von unseren Teilnehmern im Workshop, auch so ein bisschen abstrahieren können. Ne? Also man muss schon fähig sein, so ein Statement halt im Gesamtkonzept, Kontext dann eben auch zu verstehen. Zum Thema Wissensinfrastruktur, das Angebot und der Support zu Wissensmanagement-Formaten sind zu unserer Zufriedenheit geregelt und ausreichend bekannt.
Das ist für uns auch immer wichtig, denn wir sind ja aus dem Business Management, das Knowledge Management, und auch manchmal sehr schockiert, dass Kollegen sagen, Mensch, wir haben ja noch nie was von euch gehört. Und auch das ist immer wichtig, okay, dann müssen wir da eben auch stärker noch aktiv werden. Ziele und Strategien der Zusammenarbeit. Für Wissensmanagement stehen Ressourcen zur Verfügung, Zeit, Rahmenbedingungen etc. Und Wissensmanagement ist in dem Prozess oder in den Prozessen beziehungsweise im Prozessmanagement verankert. Sprich, ja, das ist ein strategisches, wichtiges Gut beziehungsweise Ressource, die eben auch eingesetzt werden muss. Sprich, wir müssen eben auch Zeit dafür haben. Denn das hören wir ja eben auch häufig. Wissensmanagement ist ja alles schön und gut, aber Zeit habe ich nicht dafür. Also auch eine von unseren beliebtesten Fragen. Und zum Thema Kultur und Zusammenarbeit, ja, alltägliche Frage oder ein alltägliches Problem. Wir praktizieren eine Kultur des Respekts für konzentriertes Arbeiten. Das ist vielleicht aktuell, wo die halbe Otto Group im remoten Zustand zu Hause arbeitet, vielleicht nicht mehr so gegeben. Aber in Großraumbüros, in Büros, wo Leute viel reden, wo man immer den anderen mal fragt und anpinnt, hat das eine ganz große Konsequenz auf die Performance im Team, weil man nicht in Ruhe arbeiten kann. Und solche kleinen Statements ergeben eine wunderbare Diskussion im Team. Hier vielleicht noch einmal unsere Idee. Wir haben ja gesagt, jeder soll individuell erstmal für sich bewerten und dann soll das Team eben einen Konsens finden. Um aber zu vermeiden, dass es zur Beeinflussung kommt, wenn man jetzt gefühlt in einem Raum sitzt, der Chef sagt schon mal, also bei uns ist das super wichtig und das wird auch ganz toll umgesetzt, dann würden sich vielleicht einige Kollegen danach orientieren. Wir haben dieses Problem aus der Welt geschaffen, indem wir einen Poker eingeführt haben. Jeder Teilnehmer bekommt ein Set an Karten von 1 bis 6, nämlich der Bewertungsskala. Und wir geben dann das Kommando, wir lesen das Statement vor und sagen dann so, jetzt einmal kurz überlegen, wie würdet ihr das einwerten? Und dann muss jeder Teilnehmer die Karten sozusagen auf den Tisch legen. Und dann sieht man nämlich, aha, das geht aber hier sehr weit auseinander oder Mensch, die sind sich wirklich alle einig. Und das hat eben dann wirklich keine Beeinflussung mehr. Bringt auch Spaß, das ist halt wie so ein UNO-Spiel und das bringt auch ein bisschen Leben dann in diesen sehr anstrengenden Self-Check. Wenn wir das digital machen, haben wir auf einem Whiteboard, Miroboard, egal, ein Brettspiel sozusagen entworfen und man kann jetzt mit den Punkten, jeder Mitarbeiter oder jeder Teilnehmer bekommt einen Punkt und setzt dann sein Voting auf Kommando auf und auch so kann man das dann schön sehen, wie die Spreizung ist oder ob man sich in einem Thema sofort orientiert. Und es ist natürlich erlaubt, nachher wieder das anzupassen, denn wie gesagt, man soll ja einen Konsens erreichen. Wenn das nicht wird, dann ist das, wie gesagt, ein Problem und es fällt sowieso in die Kategorie Handlungsbedarf, Handlungsfelder. Hier einmal das berühmte Quadrantenmodell. Das ist jetzt keine Rocket Science, das ist eine Excel-Tabelle, in die wir, wenn wir eine kurze Pause in dem Workshop machen, die Ergebnisse aus dem Self-Check schnell eintragen. Aber es hat eine sehr große Wirkung, wenn das Team nämlich wieder zurückkommt in den Raum und sieht, ach so, das sind unsere Ergebnisse. Wir sind eben alle sehr analytisch, sehr strukturiert und brauchen solche Visualisierungen, um eben diese Ergebnisse aus einer lebhaften Diskussion auch glaubhaft zu verstehen. Und hier kann man das eben sehr gut sehen im Koordinatensystem. Es geht einmal, wie gesagt, nach Relevanz, Wichtigkeit oder eben auch, wie wurde das umgesetzt, also die Leistung. Wir haben den Quadranten Erfolg. Da ist alles gut. Es sind wichtige Punkte und die werden auch ganz toll umgesetzt. Also ist man da sehr erfolgreich. In diesem Falle war da leider nichts. Es kommt auch zur Übererfüllung, nämlich Punkte, die nicht wichtig sind, wo aber sehr viel Leistung reingesteckt wird oder eben auch sehr gut umgesetzt wird. Und da muss man mal überlegen, ob das überhaupt so sinnvoll ist und effizient. Dann gibt es Felder, die sind für ein Team weder wichtig noch eben sehr gut umgesetzt, kann man weglassen. Am wichtigsten ist natürlich das rote Feld mit dem Verbesserungspotenzial. Punkte, die als wichtig vom gesamten Team angekreuzt wurden oder bewertet wurden und eben als nicht gut umgesetzt identifiziert wurden. Dann hat man hier eine Masse an Punkten und erstmal eine Erkenntnis, ah, okay, da ist eben wirklich Handlungsbedarf. Diese einzelnen Statements kann man dann oder werden dann auch im Team geclustert, kann man manchmal auch noch mal besser zusammenführen. Und was eben auch sehr wichtig ist, wenn wir dann später in die Maßnahmen gehen,
dass wir eben auch die Maßnahmen, also nicht die Maßnahmen, sondern die Handlungsfelder priorisieren. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Hier nochmal ein Satz zu dem Thema Remote- oder Präsenzworkshop. Wie gesagt, wir haben beides ausprobiert. Allerdings haben wir viel mehr Erfahrung in den Präsenten oder in den Präsenzworkshops, machen auch, wie gesagt, viel mehr Freude, sowohl auf unserer Seite als auf der Seite der Teilnehmer. Denn es werden wirklich immens viel Energie und Emotionen freigesetzt. Wir haben richtige Konflikte auch schon damit ausgelöst. Also man öffnet die Box der Pandora. Das muss man auch ganz klar im Hinterkopf haben, wenn man moderiert und das eben auch so anmoderieren. Also wir sind nicht aus der HR-Abteilung. Das wissen unsere Kollegen auch. Wir sind also sehr neutral und da haben wir eben auch das Gefühl, dass dann noch viel offener auch diskutiert wird. Also weil dann das Team wirklich für sich sitzt und wir versuchen das natürlich dann auch so zu leiten, auch nochmal nachzufragen und können diese Diskussion auch sehr gut nochmal im positiven Sinne anheizen oder eben auch steuern. Wie gesagt, es purzeln sehr viele Handlungsfelder häufig da heraus, auch viele Fragen, die auch unabhängig von der Methodik natürlich im Team auch etwas auslösen. Da wird noch drüber gesprochen. Da erinnern sich die Leute dran oder haben Sachen geäußert, die sie noch nie geäußert haben und werden das vielleicht auch im Zweiergespräch mit dem Kollegen, den sie dort im Auge hatten oder den sie dort widersprochen haben, nochmal klären. Und das ist eben auch wichtig. Also da passiert auch ganz viel parallel, was wir gar nicht so mitbekommen. Was wir auch nicht kontrollieren. Und das muss auch nicht sein, denn wir haben ja selbstverantwortliche Teams. Es sind alles erwachsene Menschen, die nur manchmal einfach die Gelegenheit brauchen, eben diesem Gefühl, oh, hier ist irgendwie was, was nicht stimmt, auf den Grund zu gehen, Klarheit zu schaffen und auch zu artikulieren. Mit den Maßnahmen oder mit den Handlungsfeldern, aus denen nachher Maßnahmen resultieren, ist es so eine Sache wie bei Pralinenkästen. Eigentlich wollte ich hier ein Bild von einer Pralinenschachtel zeigen. Das habe ich leider nicht gefunden. Man kann leider nicht alle nehmen, dann wird einem schlecht. Das ist einfach zu viel. Also muss man sich diejenigen raussuchen, die man am wichtigsten findet. Wie gesagt, das wird dann eben vom Team oder von einer Delegation von dem Team, was den Maßnahmenworkshop dann mit uns wieder durchführen wird, selektiert und priorisiert. Denn das ist ja auch beim Wissensmensch immer ganz wichtig, weniger ist mehr. Also man sollte lieber wenige Maßnahmen nachher konkret umsetzen als einen ganzen Katalog von Maßnahmen, denn das schafft man sowieso nicht. Es handelt sich ganz klar immer um eine Transformation, auch wenn es manchmal kleine Transformationen sind. Aber auch da ist es eben wichtig, genügend Energie und Power zu haben und sich nicht zu verzetteln, sondern sich wirklich auf die wichtigsten Felder zu konzentrieren. Dieser Maßnahmenworkshop ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Kernstück. Wir haben ihn bis jetzt nie mit dem gesamten Team durchgeführt, weil dort noch mehr Diskussion zutage kommt. Wir haben immer darum gebeten, dass das Team Stellvertreter schickt. Das waren dann meistens so 3 oder 4, immer ohne Führungskraft. Das fand ich auch sehr gut, damit eben da auch noch viel freier nach Lösungen gesucht werden kann. Wichtig ist allerdings, dass die Führungskraft der gesamten Methode sehr positiv gegenübersteht und auch supportet. Wir hatten das in einem Falle, dass Kollegen auf uns zugekommen sind und diese Methode mit uns machen wollten und die eigene Führungskraft erst nochmal überzeugen mussten, die dann eben auch dem ganzen Vorhaben sehr skeptisch gegenüberstand. Das ist nachher sehr schwierig, wenn Maßnahmen entwickelt wurden und implementiert werden. Denn das bedarf immer Zeit, es bedarf immer Ressourcen und wenn da die Führungskraft nicht dahinter steht, dann ist es leider fast nicht zu vollbringen. Und daher führen wir jetzt auch im Vorfeld immer noch ausreichend Gespräche mit den Führungskräften, dass die eben auch an Bord sind und auf unserer Seite sind. Diesen Maßnahmenworkshops gibt es ja viele, kennt ihr auch alle. Wie kommt man von der Frage A, von dem Problem A zur Lösung B? Wir haben uns jetzt mal einen neuen Weg ausgesucht, nämlich in Anlehnung an die Theorie U von Professor Sharma vom MIT in Boston, die natürlich ein bisschen komplexer ist, was er sich da ausgedacht hat. Aber das Ideale an diesem Verfahren ist eben, dass man nicht sofort aus alten Erfahrungen neue Lösungen heraus generiert oder eben 2 Minuten Zeit hat zu brainstormen, was fällt euch zu dieser Problemstellung ein, sondern sich Zeit nimmt und in Form, also U-formig, einen laufenden Transformationsprozess durchläuft, wo am Ende wirklich konkrete Handlungsoptionen rausfallen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, darum gehe ich da jetzt nicht weiter rein. Wichtig ist halt nur, dass
diese Theorie darauf basiert, dass eben die Haltung der handelnden Person hier ganz wichtig ist. Ich kann keine Lösung umsetzen oder durchführen, wenn ich insgesamt meine ganze Haltung überhaupt nicht geändert habe. Dann ändert sich nämlich auch im Nachhinein. Was kommt bei diesem Workshop auch nochmal als konkretes Ergebnis, als Deliverable raus? Das ist auch nochmal wichtig. Es werden eben konkrete Maßnahmen, ein Maßnahmenkatalog erstellt mit klaren Verantwortlichkeiten im Team. Darauf bestehen wir immer, sonst lassen wir die Kollegen aus dem Workshop nicht raus. Und es wird eine, also von uns auch dann eine übersichtliche Roadmap erstellt, wo eben nochmal ein Zeitplan auch dahinter ist, um dem Team es leichter zu machen, eben das konkret nachher auch umzusetzen. Also auch so ein bisschen diesen Druck zu haben hier, das ist eine Vorgabe in Anführungszeichen, nehmt es mit, guckt euch das an und setzt es am besten um. Auch für diesen Workshop braucht man wieder sicherlich in der Präsenz von 5 bis 6 Stunden. Wir haben es bisher auch immer so in 3 oder 4 gemacht, aber auch da war immer ein sehr großer Zeitdruck und das würden wir in Zukunft jetzt auch verändern. Einmal der Blick auf die U-Theorie, leicht abgewandelt, leicht adaptiert für unsere Bedürfnisse. Wie gesagt, wenn ihr euch das auch nochmal in der Literatur anschaut, ist das weitaus komplexer, aber für uns passt es eben sehr gut. Man hat dann eben, wie ihr oben seht, das Grüne links in der Ecke, ein Statement, wo klarer Handlungsbedarf herrscht. Informationen und Wissen werden bei uns so angeboten oder eben nicht angeboten, dass sie eben nicht zur Erfüllung meiner Arbeit geeignet sind. So, was kann man machen? Dann könnte man sagen, ja, okay, ja, wir müssen doch hier noch ein Wiki bauen und die ganzen Maßnahmen, die meistens in einem Team auch schon vorhanden sind. Das ist eben auch sehr interessant. Da sind eigentlich Lösungen da. Das ist aber nicht das Problem oder die Frage, die dahinter steht. Die Frage ist, warum nutzen die Kollegen das eben nicht? Und das kann man eben oder haben wir bis jetzt mit dem U sehr gut erreichen können, denn man beschreibt erstmal oder das Team beschreibt, die Teilnehmer beschreiben, was passiert eigentlich bei uns momentan? Was beobachten wir eigentlich? Also wirklich einmal eine uninterpretierte Beschreibung der Realität. Gerne auch immer in Beispielen. Wenn nämlich mehrere Beispiele, mehrere Perspektiven aufeinandertreffen, ergibt sich ein Gesamtbild, was man als einzelne Person vielleicht nie so gesehen hat. Auch da wieder diese Facetten, die aufgedeckt werden. Und dann gehen wir tiefer rein. Welche Haltung und Einstellung steckt denn eigentlich dahinter, in dem, was ihr da seht? Was ist denn deine Haltung? Warum verhältst du dich so? Wie ist deine Einstellung dazu? Und auch da ist natürlich erforderlich, dass das Team in sich ein großes Vertrauen hat und sich auch so öffnet. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Denn man geht schon sehr tief rein. Also Haltung kann man eigentlich nicht sehen. Man kann nur Verhalten sehen. Aber über Haltung muss man schon offen sprechen. Und das bringt aber eben in dieser Runde unheimlich viel neue Energie, was Neues zu machen. Dann geht man quasi damit durchs U. Welche Haltung müsste denn eigentlich sein? Wie müssten wir uns denn, also welche Motivation müsste auch dahinter steigen, damit wir die Situation ändern? Ganz schwierig wird es immer bei der Frage, wie müsste sich das denn anfühlen? Da haben wir häufig Kollegen, die dann eben sehr analytisch sind und eben nicht so auf diese soften Fragen eingehen. Aber auch da waren wir sehr erstaunt, dass da sehr gute Antworten gekommen sind. Also einfach so, wie fühlst du dich dabei? Da kamen ganz offene Sachen raus, ich bin da traurig, ich bin enttäuscht. Mein Gott, sowas offen in einem Team zu sagen, hat aber auch schon Wirkungen auf die einzelnen Kollegen. Ja, ich will dich gar nicht enttäuschen, das war nie meine Absicht. Also was bewirke ich mit meiner Handlung? Und das ist super spannend immer. Und am Ende dann, was muss jetzt aber ganz konkret getan werden, damit sich die Situation ändert? Und das geht dann, wie gesagt, in diese Roadmap ein, in den Implementierungskatalog. Und bei der Implementierung ziehen wir uns aber sehr stark zurück als Coaches. Das überlassen wir dem Team. Die müssen das selber organisieren, denn das ist etwas Internes. Für uns ist nur wichtig, dass wir denen zur Verfügung stellen, wenn sie noch Fragen haben, wenn irgendwelche Themen auch oder Fragen gechallenged werden sollen, dann stehen wir natürlich zur Verfügung. Wir empfehlen aber dem Team immer, eine Art Trainingsplan aufzustellen. Also wir wissen ja, wenn man etwas 30 Mal wiederholt, so ungefähr, dann hat sich das in unseren Synapsen verankert. Und auch so geht es eben bei neuen Regeln, bei neuen Prozessen. Lasst es uns vornehmen, in 2 Wochen oder wir haben hier einen längeren Zeitraum, 8 Wochen lang ganz konsequent
diese neuen Prozesse umzusetzen, dieses Tool zu benutzen, diese Verhaltensregeln, sage ich jetzt mal, umzusetzen, sodass es eben nach und nach dann auch wirklich in das normale Alltagsverhalten, Alltagsleben mit einzieht. Und wir empfehlen dem Team auch, das ist sehr gut, es sollen sich ja alle beteiligen, es sollen sich alle auch verpflichtet fühlen mitzumachen, aber es ist immer wichtig, gerade im Thema Wissensmanagement ein oder zwei Personen zu haben, die den Hut aufhaben und gewisse Themen und Aufgaben eben auch nochmal richtig pushen und nochmal vorantreiben, damit sich das nicht so verwässert. Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut ist. Der Trainingszeitraum, wie gesagt, zwischen 8 bis 10 Wochen. Und wir kennen das, wie beim Training nach den oder guten Vorsätzen im neuen Jahr. Man muss einfach mal anfangen, einfach mal ins Doing kommen und dann aber auch konsequent kleine Schritte gehen und das immer weiter fortsetzen. So ergibt sich dann nachher ein Effekt, der sich hoffentlich dann auch nachhaltig auf die Arbeit auswirkt. Im Nachhinein, wenn das denn alles läuft, verlassen wir, wie gesagt, sehr stark die Teams und haben eigentlich keine großen Kontakte mehr. Wir bieten aber an, so ungefähr nach 6 Monaten nochmal ein Review zu machen. Da muss ich aber sagen, das haben wir so noch nicht durchgeführt, weil dann auch Corona kam. Dann wurde das alles so ein bisschen zerschlagen. Aber das macht natürlich Sinn für ein Team, noch einmal nach einem gewissen Abstand zu schauen, hat die Maßnahmen was gebracht oder müssen wir eben auch nachbessern? Oder eben läuft es halt so. Das ist dann aber auch so im Sinne der Agilität ein Stundenworkshop, kurze Retro, was lief gut, was lief schlecht, was braucht ihr noch? Das kann man ja ganz locker dann durchführen. So, das ist einmal so die Methodik im Schnelldurchgang. Jetzt würde ich noch einmal ganz kurz Erfahrungen und Erkenntnisse mit euch teilen, die wir gemacht haben. Wie gesagt, wir haben die Methodik bei 3 großen Abteilungen bei Otto schon durchgeführt. Dann haben wir sie auch nochmal bei uns durchgeführt, was auch sehr interessant war und auch einmal digital durchgeführt. Und rausgekommen, also wir haben eben gemerkt, ja, Teams haben Redebedarf und wir haben die geplante Zeit immer eigentlich unterschätzt. Und wir werden jetzt diese Zeit eben ausdehnen, wie gesagt, auf 5 bis 6 Stunden für die großen Workshops, anstatt irgendwie nur 3 Stunden zu nehmen. Da tut man sich keinen Gefallen. Wenn ein Team investieren möchte, dann muss es eben diese 2 Stunden auch noch haben. Das ist ganz wichtig. Diese Self-Test-Aussagen verursachen aber auch häufig Rückfragen. Da sind wir auch immer dabei, sie eindeutig zu stellen. Wie gesagt, ein paar Sachen sind verschachtelt auch mit Absicht, aber man muss immer berücksichtigen, verstehen die Kollegen das? Denn es soll ja auch in einem Flow quasi passieren, dieser Self-Check, und es soll nicht jedes Mal irgendwie nicht verständlich sein. Das ist dann nicht gut. Da müssen wir dann eben immer nochmal nacharbeiten. Rückhalt bei der Führungskraft, hatte ich eben schon gesagt, sonst versandet die Implementierung. Was wir auch noch nicht haben, was sicherlich ein Zukunftsprojekt bei uns auch ist, ist, wir haben noch keine Erfolgsmessung der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen. Also ist Zustand 0 und der neue Ist-Zustand. Was hat sich jetzt geändert? Das haben wir so noch nicht. Wir haben nur in Anführungszeichen positive Feedbacks von den Teams, dass die sagen, super Workshop, hat uns total viel gebracht, hat die Gruppendynamik auch wieder vorwärts gebracht. Aber in der langen Sicht oder Mittelfrist haben wir das noch nicht überprüft und das müssen wir jetzt unbedingt als nächstes Projekt angehen. Und wie ich eben sagte, die Reviews wurden auch noch nicht vollständig umgesetzt. Da ist, finde ich, auch sehr wichtig, um eben so eine Erfolgsmessung überhaupt möglich zu machen. Was lief aber auch sehr gut? Was hat uns positiv auch überrascht? Ja, wie gesagt, Teams haben Redebedarf und mit unserer Methode geben wir ihnen eben Raum und Gehör, diesen Redebedarf zu stillen oder zu wecken, wie man es halt sieht. Und das hat uns jedes Mal sehr groß erfreut. Wie gesagt, denkt an das Bild mit den Erdmännchen. Es kommen skeptische Kollegen zu uns, denken so, was machen wir da? Und danach hatten wir eigentlich immer freudige Gesichter, super lebhafte Diskussionen und Unterhaltungen innerhalb des Teams. Und das ist einfach klasse. Und diese Methode gibt eben auch stillen Kolleginnen und Kollegen die Chance, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Denn das darf man auch nicht vergessen. Es gibt immer ein paar dominante Personen in einem Team, die vielleicht dann gewisse Standards durchsetzen, aber wir wollen ja alle hören. Und was eben auch sehr gut war, was ich bei dem Quadrantenmodell schon sagte, die Kombination aus Diskussion, aber auch faktenbasierter Analyse.
um eben Skeptiker zu überzeugen, die eben diese ganzen soften Methoden eigentlich nicht so gut finden. Und was besonders immer positiv erstaunt ist, obwohl es dürfte eigentlich überraschen bei uns in dem Konzern, Engagement und Selbstverantwortung im Team. Also, dass dort wirklich Leute dann auch kommen und sagen, hey, ich will da mitmachen, ich will diese Maßnahme übernehmen, ich will auch den Wissensmanager machen. Und ich finde das wichtig, weil sie eben sehen, dass das für ihre Arbeit, für ihre ganz konkrete nahe Arbeit ein wichtiger Verbesserungspunkt ist. Und das zielt ja darauf ab, wie ich am Anfang auch sagte, das Team soll insgesamt besser arbeiten und effektiver und effizienter sein. Und das hat für jedes Teammitglied einen positiven Effekt. Jo, das war die Methode Fit to Collaborate. Wenn da noch Fragen sind, sehr gerne an mich und meine Kollegin Birte Kors, die da auch ganz stark an der Entwicklung und Weiterentwicklung beteiligt ist. Und wenn ihr Fragen habt, freue ich mich, wenn wir da jetzt noch weiter drüber sprechen können. Ja, vielen Dank, Juliane, für den sehr mitreißenden, wie ich finde, Vortrag. Ich fand das unglaublich spannend und auch sehr überzeugend. Ihr hattet in diesem Umfragebogen am Anfang immer solche Durchschnittswerte unten drin. Da war so meine Frage, ja, wie praktisch und aussagekräftig sind zum Beispiel diese Durchschnittswerte? Die braucht man eigentlich auch nur, um die Koordinaten nachher richtig zu setzen. Nee, es wird kein Durchschnitt gemacht, weil die einzelnen Fragen ja so 1:1 in das Koordinatensystem gehen. Du musst aber die Koordinaten immer mal verschieben, damit die Relationen richtig dargestellt werden. Aha, dann also. Wir arbeiten nicht mit Durchschnittswerten. Ach so, gut. Dann hat sich nämlich meine zweite Frage darunter gleich erledigt. Wo liegt der Schnittpunkt des Koordinatensystems? Da hatte ich 3,5 Fragezeichen, aber das hast du ja jetzt mit den Durchschnittswerten schon beantwortet. Genau, das ist dann immer ganz flexibel. Clever. Genau, denn wir geben ja nicht vor, wie der Maßstab ist sozusagen, sondern das wird ja in jeder Session quasi von dem Team immer selber bestimmt dann. Gut, ne, ich finde das ganz geschickt, mit den Durchschnittswerten dann als für den Schnittpunkt vom Koordinatensystem zu nehmen. Das hatte ich vorher gar nicht so verstanden, aber finde das praktisch. Habe ich auch nicht so erklärt. Da kann ich mit einer Frage von mir, glaube ich, direkt anschließen. Juliane, wenn du sagst, es wird Konsens erreicht, heißt das ja, ihr nehmt eben nicht einfach rechnerisch einen Durchschnittswert. Das ist ja kein Konsens. Wie schafft ihr es denn, wenn jetzt die Meinungen wirklich stark auseinandergehen und ihr habt ja, also ich finde das sehr beachtenswert, dass ihr, ich sage jetzt mal, grosso modo einen halben Tag rechnet, das ist sehr ehrgeizig. Wie schafft ihr es denn, zu diesem Konsens zu kommen? Also häufig ist der Konsens da. Das muss man eben auch mal so sehen, ne? Also, oder sie liegen eben wirklich nicht weit auseinander. Okay. Und dann sagt man so, okay, ja, dann gebe ich eben einen Punkt mehr. Manchmal ist es auch ein Missverständnis. Ach so, ja, habe ich gar nicht so verstanden oder so empfunden. Also da ist auch klare Überzeugung innerhalb des Teams möglich. Aber es gibt natürlich den Worst Case. Die Meinungen sind festgefahren. Die sind auch wirklich so, nein, ich sehe das anders und ich lasse mich nicht überzeugen und ich lasse mich auch nicht auf einen Kompromiss ein. Und dann haben wir gleich gesagt, gut, dann ist es eben ein Handlungsfeld. Egal, was ihr jetzt ankreuzt, das geht automatisch in das rote Feld, da ist Bedarf einfach. Denn das ist ja auch ein Zeichen, wenn sich die Kollegen nicht einigen können. Und manchmal ist es auch so, ehrlich gesagt, dann sagen die, ach ja, ist mir jetzt auch bei dieser Frage egal. So, ne? Aber wenn es dir nicht egal ist, dann wird es eben auch deutlich. Es sei denn, da sind Kollegen dabei, die das extra machen. Das kann man dann nicht sagen. Ne? Das würde vielleicht dann ausnahmsweise passieren. Und wir achten als Moderatoren darauf, dass das nicht immer so ist, ja, dann lass uns mal in der Mitte treffen. Sagen wir so, nein. Das geht so nicht. Dann intervenieren wir. Mhm. Gut, dann gibt es zwei Fragen zum Thema Maßnahmen. Kannst du das eine oder andere Beispiel geben? Was sind denn solche Maßnahmen? Oder gibt es auch typische Maßnahmen, wo ihr sagt, das haben wir jetzt noch fast jedes Mal gehabt. Das ist bei fast jedem Team gleich oder ist es doch sehr unterschiedlich? Also was häufig sich als klares Problem rausstellte und verkappt war in diesen Statements, ist eben, wir haben keine Zeit. Aber wenn man dann nachher tiefer reingeht und sagt, Moment mal, eure Führungskraft sagt aber, ihr habt Zeit. Und es hat nur keine Prio, das ist es halt immer.
Und dann eben die Frage so, wie schaffen wir uns, dass das höhere Prio hat? Warum hat das bei uns keine Prio? Und da haben wir wirklich schon Maßnahmen entwickelt, dass ein Team eben sagte, so nein, wir machen das jetzt wirklich so, dass wir, keine Ahnung, eine Viertelstunde am Tag oder sich also wirklich einen Zeitraum frei nehmen, um eben Sachen nachzuarbeiten, Informationen zur Verfügung zu stellen. Oder ein anderes Problem war auch häufig, dass eben die permanente, darum hatte ich die Frage auch genommen, permanent gestört wird bei der Arbeit, weil immer einer kommt, was fragt oder nochmal schnacken will. Und das ist diesem Team nie aufgefallen, dass das so eine vehemente, also Störfaktor ist und die Performance auch wirklich runternimmt. Nur die Kollegen eben oder denen das passiert ist, nicht die Kraft hatten zu sagen, Mensch, jetzt lass mich mal bitte in Ruhe arbeiten. Und dann eben eine einheitliche Lösung zu finden. Und da hatten die dann Maßnahmen, rotes Fähnchen am Schreibtisch oder sowas. Da muss eben auch jedes Team wieder sehen, ja, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Aber so konkret wird es dann eben auch umgesetzt. Ja, super, vielen Dank. Dirk, du hattest auch noch direkt was mit den Maßnahmen zu tun hat, ne? Ja, ich hatte auch was mit den Maßnahmen, ob es hinsichtlich der Maßnahmen Restriktionen gibt, was möglich ist. Ich stelle mir das gerade bei diesem Top-Down-IT-Ausstattung schwierig vor, wenn jetzt so ein 10er-Team sagt, also ich möchte dort hier was generell anderes, Neues haben, was weiß ich, eine KI, die mir die Antwort auf jede meine Frage liefert oder irgendein. Das wäre ein Traum. Nee, da hast du natürlich recht. Der Gedanke ist dahinter nur, also wenn man jetzt, so weit sind wir ja noch nicht, aber theoretisch könntest du diese Methodik, wie gesagt, dahinter liegt ja der Gedanke eines Audits, eines Wissensaudits, könntest du flächenweit in einer Einzelfirma meinetwegen mal durchführen, sagen wir mal bei 15 Abteilungen. Und wenn da dann immer rauskommt, ach so Mensch, hier, da ist ja immer der Punkt, die Infrastruktur ist einfach grottenschlecht oder so, dann ist das ein objektiver Messwert sozusagen, objektive Erkenntnis, die wir dann eben auch weiter nach oben tragen würden, sagen so, hier ist ein ganz großer Handlungsbedarf, aber eben auf Organisationsebene, nicht auf Teamebene. Das wäre wunderbar, wenn wir sowas machen könnten, weil du dann nämlich einmal querbeet durch eine Organisationseinheit durchgehen könntest und solche Felder aufdecken könntest. Das heißt aber, in den Workshops, dem Team ist durchaus bewusst, es geht um Dinge, die sie aus eigener Kraft stemmen können. Ja, andererseits, wenn sie, oder das hatten wir auch, wenn da große Beschwerden kamen, wie gesagt, technische Sachen, dann wird das eben auch geäußert. Das stimmt schon. Mhm. Aber dann ist es eben schon mal auf den Tisch gekommen. Man kann eben nicht alles lösen, nicht jedes Problem gleich lösen, aber es ist artikuliert worden. Und da muss man dann eben auch sehen und sagen, so okay, dann gebt ihr das weiter an die betreffende Stelle, an die IT und sagt, dass ihr eben nicht ordentlich arbeiten könnt. Und ihr könnt es auch begründen, dass eure Performance darunter leidet. Und das möchte ja niemand in einer Unternehmung. Juliane, wer ruft euch denn? Na, ihr klopft ja nicht bei den Leuten an die Tür und sagt, hallo, hier ist das Wissensaudit, wir machen das jetzt bei euch, sondern da kommt ja jemand auf euch zu und sagt, wir wollen das machen. Also das machen wir auch, Gabriele. Kaltakquise. Also das war besonders in Zeiten noch vor Corona, wo wir eben vor Ort waren. Also wir haben die Methodik vorgestellt, das sind auch persönliche Netzwerke am Anfang. Ne? Also wie gesagt, du hattest ja gesagt, ich bin schon lange bei der Otto Group, ich kenne natürlich auch viele Leute, die mir dann eben auch vertrauen, dass wir da was Gutes auf die Beine stellen. Und so sind die ersten Kontakte eigentlich schon mal zustande gekommen. Und dann hat sich das auch mit Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen. Dann hat die Nachbarabteilung erfahren, oh Mensch, das war ja prima, das würden wir auch gerne machen. Und so hat sich das ein wenig weitergetragen. Dann akquirieren wir aber auch. Wir versuchen auch über die HR-Seiten. Unsere HR-Intranet-Seiten haben eben auch Trainings, die sie zur Verfügung stellen. Und da müssen wir auch noch viel stärker kollaborieren, um eben jetzt wirklich so eine große Welle auch auszulösen. Mhm. Ne? Das will ich hier auch gerne nochmal sagen. Also diese vier durchgeführten in Präsenzform und die eine Remote durchführt, das ist ja erst der Anfang. Das muss natürlich noch viel größere Dimensionen geben. Und da sind wir eben jetzt wieder am Start, um da richtig Power hinterzustecken. Mhm.
wir wollen es auch mit Kosten verbinden, ne? Also dass es eben dann von den Teams auch bezahlt wird, interne Verrechnung, wie eine Leistung, wie gesagt, aus der HR-Abteilung, sodass wir das, wir haben das bis jetzt immer kostenfrei gemacht, aber natürlich sind die Opportunitätskosten auch für uns zu groß. Und das ist eben auch so unsere Ausrichtung jetzt im Knowledge Management, dass wir eine Art Profit Center sind und eben da ganz klar im Konzern solchen Service anbieten. Mhm. Aber dafür muss man eben Werbung machen, noch weiterhin am Konzept arbeiten, noch bekannter werden und eben auch die Zeit auch dem Kunden zur Verfügung geben. Ne? Ja gut, im Sinne des Commitments, der Schwabe sagt ja, was nichts kostet, ist nichts. Genau, genau. Sagt der Hamburger auch. Ah, okay. Dirk, du hattest jetzt noch mal eine Frage, was die Erfolgsmessung angeht. Ja, genau. Du hast ja gesagt, dass ihr bisher außer diesen qualitativen Rückmeldungen dazu, diesen Statements, noch keine Erfolgsmessung habt. Hier habt ihr schon Ideen, wie ihr das dann in Zukunft machen wollt, so Ansätze, wie die Art Erfolgsmessung stattfinden soll. Ja, Ideen schon, weil wir uns sowieso mit diesen ganzen KPI-Performance, Qualitätsmessungen jetzt immer stärker auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, Richtung Profit Center. Ich bin der Meinung, das Thema Haltung zum Beispiel, das kannst du nicht messen. Ne? Also ist die Haltung besser oder schlechter als vorher? Das geht nicht. Aber man kann wirklich sagen, das hattet ihr euch vorgenommen. Habt ihr das, was ihr euch vorgenommen habt, erreicht oder ist es eben auch so umgesetzt worden? Also das kann man dann genauer hinterfragen. Wir werden immer weiterhin noch ein Feedback zu der Methodik an sich machen. Ne? Also hat dir das, dieser Workshop jetzt gerade was gebracht? Aber diese Performance-Messung wirklich zielt dann auf die Maßnahmen ab, die aber, wie gesagt, ja nicht in unserer Hand liegen. Das ist dann auch so eine Sache. Ne? Also das ist dann ja in der Verantwortung des Teams. Also messen wir etwas, was wir eigentlich gar nicht kontrollieren. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, um da einen ganzheitlichen und auch ehrlichen Blick drauf zu werfen, muss man das kritisch hinterfragen. Hat es euch am Ende etwas gebracht? Ich glaube aber nicht, dass man nachher dann sagen kann, ja, wir haben unseren Umsatz um 0,2% gesteigert. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber auch da kann man vielleicht so à la OKR eben so messbare KPIs machen. Ne? Habt ihr irgendwie mehr Anfragen beantwortet? Konntet ihr eure Serviceleistungen schneller irgendwie umsetzen? Also es kommt ja immer ganz drauf an, was der Output überhaupt von diesem jeweiligen Team ist. Ne? Und wir hatten sehr unterschiedliche. Wir hatten Analytic-Trupps, wir hatten Paid-Search-Abteilungen. Also das muss dann vom Team halt bestimmt werden. Ja, ist noch ein gewisses Feld zu beackern. Ich hätte sonst auch mal eine Frage an euch oder an alle, die da im Netz sind, ob ihr sowas Ähnliches auch vielleicht in euren Companies habt. Mir ist was mit deinem roten Fähnchen eingefallen, da musste ich so lachen. Wir hatten das früher bei uns in den Abteilungen, dass wir gesagt haben, wenn wir nicht gestört werden wollten, gab es die damals 5 D-Mark-Kasse an der Tür. Und dann haben wir gesagt, wenn jetzt jemand stören möchte, es kamen ja immer fremde Projektleiter rein, wollten unbedingt was wissen, dann haben wir gesagt, wenn zu der Zeit eine Frage so wichtig ist, dass ihr stören wollt, dann müssen da 5 D-Mark in die Kasse gesteckt werden. Und das Problem für so einen Projektleiter ist ja, diese 5 D-Mark weiß er nicht, wie er abrechnen soll in seinem Projekt. Und das hatte tatsächlich 95% der Fragen während der Zeit, wo die Kasse stand, dort erledigt. Das merke ich mir mal. Ansonsten, Juliane, ich weiß nicht, ob wir mal drüber gesprochen hatten, bei BSH hatten wir ja einen ähnlichen Ansatz verfolgt mit so fachabteilungsspezifischen Audits, auch über ein erstes Assessment, und die Implementierung war dann auch in der Verantwortung der Abteilung. Und da war es tatsächlich so, dass nach, ich sage jetzt mal ungefähr, also da war es nicht so granular, es war nicht das einzelne Team, es war immer ein Fachbereich, da war es schon so, dass nach, ich glaube, nach 2 Jahren ungefähr hat sich schon so herauskristallisiert, wo es so generelle Themen ist, wo man gesagt hat, hier wäre es sinnvoll, tatsächlich jetzt auch mit einer übergreifenden Lösung tatsächlich anzusetzen. Mhm. Ja. Ganz vielen Dank. Ich finde das toll. Ich kann mich noch erinnern, wie wir vor schon langer Zeit mal so ganz grob drüber gesprochen haben, ne? Dass so ein Audit, das wäre doch vielleicht eine Leistung. Und ich bin sehr beeindruckt, was da jetzt Professionelles draus entstanden ist. Also vielen Dank. Wir haben auch richtig Bock drauf, sage ich jetzt mal so salopp. Aber wenn jetzt das hier endlich mal aufhört mit dem digitalen Arbeiten. Ich persönlich finde natürlich auch klasse, wie man so ein Audit benennen kann, damit er toll klingt. Das ist Marketing.
Also klingt jedenfalls schon mal wesentlich besser als Audit, in der Tat. Ja. Ja.